Hallo meine Freunde, heute möchte ich mit euch die Stifte anspitzen. Oft sehe ich bei meinen Schülern solche Stifte. Damit kann man überhaupt nicht arbeiten. Das geht überhaupt nicht. Ja. So sollen eure Stifte aussehen. So gut angespitzt, so lang. Und wie das geht, möchte ich euch heute zeigen. Und vergiss bitte nicht, das Video zu liken. Jetzt zum Beispiel. Jetzt. Ja, jetzt. Komm. Macht. Macht. Super. Und unten einen Kommentar zu schreiben. So, meine Freunde, ihr seht, ich habe für euch die Stifte vorbereitet, die ich jetzt anspitzen möchte. Die sehen richtig, richtig schlimm aus. Ja. Hier habe ich ein Messer, mit dem ich meine Stifte anspitzen werde. Das ist ein Tapetenmesser und das soll richtig scharf sein, ja. Und ja, jetzt lege ich das zur Seite. Welchen Stift soll ich nehmen? Ich nehme diesen Stift, diesen. Okay, ich vergrößere das Ganze ein bisschen. So meine, ja, okay. So könnt ihr es ganz gut sehen. Ich halte den Stift, also diesen vorderen Teil, auf meinem Zeigefinger, so. Ja. Mit dem Daumen halte ich den Stift hier vorne, oben drauf. So, dass ich den Stift beim Anspitzen so drehen kann. Ihr seht, mit dem Daumen drehe ich den Stift. So, gleichzeitig werde ich mit dem Daumen mein Messer gegen das Holz drücken. Guckt mal, wie das aussieht. So. Und jetzt drehen. Und jetzt nochmal drehen. Jetzt nochmal drehen. Seht ihr? Und hier. Und hier. Drehen. Und mit dem Daumen drauf drücken. So. 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 Oh, der Stift ist kaputt innen drin. Also die Mine ist kaputt. Der Stift ist öfters auf den Boden gefallen. Das ist nicht gut. So. Und drehen. Anspitzen. Also draufdrücken. Und dann drehen. Draufdrücken. Wieder drehen. So. Ihr seht, meine Mine wird dadurch befreit und sie ist richtig lang. So, jetzt mache ich genau das gleiche auch mit der Mine. Ja, seht ihr, jetzt ist sie richtig lang. Also, aber nicht so fest drücken wie beim Holz hier vorne, ja, sondern ganz leicht, so, damit ihr das besser sehen könnt. Ich drehe den Stift weiter mit dem Daumen, aber jetzt drücke ich nicht mehr mit dem Daumen gegen die gegen das Messer, gegen die Klinke, sondern das mache ich jetzt aus dem Handgelenk, ja? Oder ich versuche meinen Stift sozusagen zu schleifen, ja? So, hier ganz vorne. So, jetzt wird meine Mine richtig, richtig scharf, richtig gut angespitzt. Jetzt in die andere Richtung. Ihr seht, so drehe ich den Stift, ja? So. So, hier. Guckt, wie scharf, wie gut angespitzt mein Stift ist. Und mit dem Stift macht das wirklich Spaß zu arbeiten, ja? Man hat hier so eine lange Mine und man kann unterschiedlich schraffieren. Man ist viel flexibler, ja? Man ist sehr frei.
So, jetzt versucht ihr mal.